Ey Jojo, du weißt, was heute ist? Prequel-Abend. Hast du mehr Bock auf Star Wars oder die Hobbit-Trilogie? Ist ein Witz, ne? Den Hobbit, den will doch keiner sehen. Ist doch ein Blödsinn. Star Wars will doch keiner sehen. Das war ein Witz. Du willst doch nicht sagen, dass du die Star Wars Prequels besser findest als die Hobbit-Prequels. Natürlich finde ich die Star Wars... Bitte, was? Du findest die Hobbit-Prequels besser? Das ist doch nicht dein Ernst! Ja, natürlich ist das mein Ernst! Das kannst du nicht wirklich so meinen! Oh doch, kann ich wohl! Ja, die Star Wars Prequels! Pass auf! Wir machen es mit einem Punktesystem! Mit einem Punktesystem, okay? Ja, mit einem Punktesystem! Okay, alles klar. Im folgenden Video werden wir ein für alle mal klären, was die schlechteren Prequels sind! Wir haben uns insgesamt 5 Überkategorien überlegt, an denen wir jeweils diskutieren, welches Prequel das schlechtere war. Für die es aber keine positiven Punkte gibt, weil das haben beide irgendwie nicht so richtig verdient, sondern für die es Negativpunkte geben wird und die Prequels, die dann die meisten negativen Punkte ansammeln, die haben insgesamt dann verloren. Das mag euch jetzt überkompliziert erscheinen, aber es ist uns egal. Der mit den meisten Punkten verliert. Wie auch immer. Fangen wir doch gleich mit der allerersten Kategorie an. Soundtrack. Hier muss man sagen, dass tatsächlich beide gar nicht so schlecht dran sind. Also das ist eins der wenigen Dinge, die sie echt ganz okay machen. Wir fangen mit dem Versöhnlichsten an. Genau, so, also ne, irgendwie die Musik von beiden ist gut, es ist bei beiden Live-Orchester und ich finde aber auf jeden Fall, dass es beim Hobbit schlechter ist, weil das nicht so gut eingebunden ist in den Film an sich. Das heißt, die Musik ist zwar toll, aber die spielt nicht mit dem Film. Das heißt, man hat nicht so dieses, ja genau, in der Szene, die Musik, das nimmt mich mit. Mein Herz schlägt im Takt der Musik in der Szene, während die Action passiert. Ach was, das ganze Gedudel von Star Wars im Hintergrund. Im Gegensatz zu im Hobbit, wo du wenigstens diese schönen wiederkehrenden Motive hast. Du hast das Orchester, du hast immer wieder schöne Landschaftsaufnahmen, wo im Hintergrund wirklich die Bläser wieder wirklich richtig pompös wirken. Es ist episch, es ist noch epischer. Man hat mehr das Gefühl, dass die Musik eine eigene Geschichte erzählt, nicht wie bei Star Wars. Während Anakin im Vordergrund tanzt, das will doch keiner sehen. Anakin tanzt nicht. Dafür wäre es damit besser gewesen. Dafür haben wir beim Hobbit es nämlich so, dass sich diese Themen, die du so toll findest, sehr oft wiederholen. Ja, sollen sie sich ja auch wiederholen. Ja, aber irgendwann ist auch so, oh, jetzt kommt das Thema zum 5. Mal. Ja, genau, das ist aber eine ganz andere Szene. Die Stimmung kann nicht bei allen gleich sein. Ach. Und vor allen Dingen, und das ist das größtes Argument, finde ich, denk einfach an den ersten Teil von Star Wars Episode 1, wo an sie... An Jar Jar Binks? Nein, nicht an Jar Jar Binks, sondern am Ende an den Kampf zwischen Darth Maul und Obi-Wan und Qui-Gon Jinn und da an die Musik. Und wie das zusammenpasst zu der Choreografie von dem Kampf. Und das ist der Hammer. Die Musik war echt ziemlich stark in der Szene. Definitiv. Verdammt! Damit geht der erste Minuspunkt an den Hobbit. Charaktere und Darsteller. Jetzt wird's eh offensichtlich. Da kann Star Wars doch gar nicht gewinnen. Denken wir allein mal an, ich sag's nochmal, an Jar Jar Binks, so ein richtig schöner Charakter. Und wir haben einen jungen Anakin, den kein Mensch mag. Hey, wir haben verschiedene animierte Jedis mit langen Hälsen, wo man sich fragt, was bringt es zum Kampf? Ich kann deinen Kopf ohne Probleme abschneiden. Also, okay, ich geb dir recht. Wir haben einen Haufen nicht so coole Charaktere, aber wir haben auch Obi-Wan Kenobi, ja, der wirklich, wirklich cool ist, der okay ist. Der ist cool und der ist gut gespielt. Und Qui-Gon Jinn ist auch cool, zum Beispiel. Qui-Gon Jinn hat keine Motivation. Kein Mensch weiß, warum Qui-Gon Jinn das macht, was er tut. Warum ist der da? Weil er Qui-Gon Jinn ist! Ja, es ist Liam fucking Neeson, das war's. Ja! Auch. Was wird in den Mittelpunkt gestellt? Die Kack-Charaktere. Überlegen wir mal, was beim Hobbit so sind. Ah, wir haben Ian McKellen als Gandalf, der zurückkehrt. Ja, okay, der ist nicht so gut wie im Herr der Ringe, aber er ist immer noch super cool. Hey, Moment mal. Wir haben Martin Freeman als Bilbo. Das passt ja richtig gut ins Bild. Der spielt auch richtig gut. Moment mal.
Andy Serkis als Gollum. Hey, der kehrt zurück und er macht sogar noch besser als im Herr der Ringe. Ja, und wir haben Benedict Cumberbatch als Smoke. Der größte Fehler, den Star Wars da macht, wir haben einen Hauptcharakter. Darth Vader. Ja, Anakin Skywalker. Sag es nicht. Tu es nicht. Ja, du hast ja recht. Und Anakin Skywalker ist heiß. Scheiße. Ja, ach, was soll ich denn sagen? Du hast recht, die Darsteller sind einfach besser im Hobbit. Und die Charaktere auch. Ja, und auch die Charaktere sind zum größten Teil besser. Der zweite Minuspunkt, der verteilt wird, geht also an Star Wars. Jetzt steht es minus 1 zu minus 1. Das findet ihr verwirrend. Wir auch. Plot, Drehbuch und Pacing. Wollen wir wirklich darüber reden? Ja, wir sollten über den Plot reden. Reden wir über das Pacing zum Beispiel. Vom Hobbit. Ja, sehr gutes Pacing. Ja, total super. Du hast ungefähr alle 5 Minuten das Gefühl, dass eine Geschichte angefangen wurde, die nicht zu Ende gebracht worden ist. Es sind Einstellungen. Es ist wie ein Videospiel, wie ein schlechtes Videospiel. Ach, Videospiele sind beide Filme. Also sowohl Star Wars, auch als Hobbit ja, sind Videospiele. Okay, aber der Hobbit ist ein schlechtes Videospiel. Ja, dafür hast du wenigstens im Hobbit, okay, du hast in beiden Filmen eine schlechte Liebesgeschichte. Aber sie nimmt in Star Wars so viel Zeit von der Uhr und sie ist so wichtig. Die Geschichte, wie Anakin seine Frau findet und aufgrund ihres Todes zum Bösen übergeht, ist so wichtig. Und es ist mir scheißegal, weil diese Liebesgeschichte verdammt nochmal überhaupt nicht funktioniert. Und selbst Natalie Portman nervt in diesem Film. Natalie Portman ja, nervt. Ja, das ist echt hart. Das reißt mir das Herz. Das stimmt. Aber du hast es schon gesagt, die Liebesgeschichte ist wenigstens wichtig für den Film. Ja. Ja, und nicht wie beim Hobbit, wo wir eine vollkommen überflüssige, genauso kitschige und schlecht inszenierte Liebesgeschichte haben, wie bei Star Wars. Naja, aber Star Wars hat doch so viel Füllermaterial, weißt du? Du hast riesige Schlachten, die geben keinen Sinn. Star Wars hat viel Füllermaterial! Auf jeden Fall. Star Wars! Und der Hobbit überhaupt nicht. Nein. Teilweise sind es Szenen drin, die so abstrus und absurd sind und die so harte Filler sind. Dann gucken wir mal auf die dritten Teile von beiden vielleicht, ne? Der dritte Teil vom Hobbit, Story, Anteil, gleich ach, du brauchst doch gar keine Story. Haben wir auch bei Mad Max gesehen. Du brauchst keine gute Story, um einen guten Film zu machen. Ja, das stimmt. Wenn dann die Action so innovativ und kreativ ist und dass es irgendwie zusammenpasst. Und das ist beim Hobbit auch nicht. Und du hast beim Hobbit wirklich im dritten Teil 0-0 Story. Und dann kommt dazu noch, was ich wirklich furchtbar finde, auch im dritten gerade dieses furchtbare Pacing. Es ist so furchtbar! Aber Star Wars hat... Star Wars hat im dritten wenigstens eine Story, wo du öfters mal denkst, so, wow, das ist eine Szene und das bedeutet was. Das bedeutet wirklich was. Verdammt, okay, du hast ja recht. Ja, und damit geht der nächste Minuspunkt wieder einmal an den Hobbit. Nummer 4, die Umsetzung. Was zählt unter Umsetzung? Naja, überlegen wir mal. Die Inszenierung zum Beispiel oder die Effekte zum Beispiel. Und der Hobbit ist wenigstens ein bisschen innovativer inszeniert, findest du nicht? Du hast schöne Kameraschwenks, du hast ja schöne Landschaftsaufnahmen. Okay, die Effekte sind wie aus einem Videospiel, wenn der fette Zwerg auf irgendwas rumhüpft. Aber wenigstens sieht das noch irgendwie cool aus. Nicht so wie bei Star Wars, wo du ständig irgendwelche CGI-Wesen durch die Kamera laufen, siehst du überhaupt keinen Sinn machen. Also den CGI-Überschuss hast du bei den Hobbit-Filmen erstens auch. Ach, den was? Hast du da auch. Und davon abgesehen hast du dafür zwar, ja, du hast ein bisschen kreativere Kameraführungen teilweise, aber dafür funktioniert die auch viel öfters überhaupt nicht. Und da sind Szenen, da wirkt die Kameraführung schon kontrapunktierend und störend zu dem, was in dem Film eigentlich passiert und in der Szene. Ach du mit deinen fancy Wörtern, was willst du denn überhaupt mit ausdrücken? Ich will damit ausdrücken, dass mir die Kameraführung beim Hobbit auf den Sack ging. Ja, okay, dafür hast du bei Star Wars diese Movie Maker Übergänge und zwar einen nach dem anderen. Ups, ups,
Ups, ja. Und noch ein kleiner Wisch. Oh, guck mal, was ich kann mit meinem Programm. Das ist voll toll. Nein, ist es nicht. Die Wische haben wir aber auch beim Hobbit. Aber nicht so aggressiv. Du hast so schöne Kostüme beim Hobbit. Ist das nicht toll? Und wie die alle, was die alle mit ihrem Make-up schaffen, was... Du hast viel CGI, aber Gandalfs Robe oder die Hobbit-Sachen oder von den Bösen die Rüstung oder allein das Make-up, wie die geschminkt sind, wie das Blut teilweise runterrennt. Bei Star Wars hast du böse gelbe Kontaktlinsen von Anakin Skywalker, wenn er böse ist. Und Jedis, die irgendwelche Bademäntel tragen, egal auf welchem Planeten sie sind. Furchtbar. Ja, okay, gut. Ja, nein, okay, das mit dem Punkt. Damit überzeugst du mich. Ich muss echt zugeben, die Kostüme und das Make-up ist beim Hobbit wirklich, wirklich gut wieder gewesen. Okay. Ja. Damit geht ein weiterer Minuspunkt an Star Wars. Oh. Ja. Anbindung ans Original. Der finale Punkt. Jetzt kommt die Entscheidung. Schweißtreibend wie ein echter Boxkampf. Wo wir sitzen. Und zwischen den Zähnen viel gegessen haben. Viel. Bei der Anbindung um die Originale, dem wichtigsten Punkt vielleicht sogar, geht es darum, wie wurde das Prequel eigentlich an die Originale angebunden? Und zwar in atmosphärischer Hinsicht. Passt das? Kann man die als 6 Filme durchschauen und es gibt einen vernünftigen Spannungsbogen? War es überhaupt nötig, eine Story zu den Originalen zu erzählen? Und jetzt wird's wichtig, denn Medichlorianer. Was sind Medichlorianer? Fragt mich da eine Stimme. Keiner weiß, was das ist. Das sind kleine Mikrowesen in deinem Blut. Die macht. Ja, die sind überall. Die sind nicht nur in deinem Blut. Und wenn du mit denen kommunizierst, dann machen die das. Ja, Star Wars hat ein paar Dinge erklärt, die man wirklich im Original gerne hätte wissen wollen. Es hat sie scheiße erklärt und die ganze Magie damit zerstört. Wow, geiler Machtpush. In Wirklichkeit fließen irgendwelche Bakterien. Also so schlimm war es nicht. Abgesehen davon war das eine kurze Szene im ersten Teil. Die aber ein wirklich wichtiges Thema aufnimmt und sie zerstört. Ja, aber es ist halt eine wissenschaftliche Erklärung. Man kann das jetzt so und so sehen. Und Yoda, und immer noch bringt Yoda diese klassische Machtlehre einfach rüber. Wo wollen wir denn da bitte beim Hobbit erstmal anfangen? Ja? Ich hätte gern die Geschichte, die schöne persönliche Geschichte von Bilbo gesehen. Und ich hätte auch gern die Geschichte von Anakin gesehen, wie er zu Darth Vader wird, um wieder zu Anakin zurückzukommen, was man nicht oft genug feststellen kann. Anakin ist ein Wichser und ich mag ihn nicht und er macht keinen Spaß und er ist überhaupt nicht cool. Er ist kein guter Darth Vader. Und das war die Geschichte, die ich sehen wollte. Und ich habe sie nicht bekommen von Star Wars. Ja, großartig. Und dafür hast du beim Hobbit was bekommen? Du hast Zwerge. Zwerge. Das für mich größte Problem ist, ja, es ist an sich eine Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Aber im Grunde hat es nicht besonders viel mit dem Herr der Ringe zu tun, abgesehen von dem Ring. Ja, aber wir wollen doch alle wissen, wie Bilbo, als er sein Buch schrieb, was da überhaupt passiert ist. Nicht so wie bei Star Wars, bei denen George Lucas den Welten die ganze Magie genommen hat. Auf einmal sind die Welten nicht mehr schöne Sets und weite Landschaft. Nein, auf einmal sind die Sets riesige CGI-Städte, wo die ganze Zeit verrückte Punk-Aliens rumhüpfen und blöde Musik machen. Also von mir aus sind die Star Wars Prequels hier und da irgendwo logischer von der Story, ja, aber sie zerstören auch viel, viel mehr von dem Flair des Originals. Ja, genau, weil ja zum Beispiel der gute Hobbit sich so gut anbindet an die vorherigen Teile, zum Beispiel indem er zum Beispiel alle 5 Minuten einen Charakter durchs Bild laufen lässt aus dem ersten Herr der Ringe Film. Ja, aber alle 5 Minuten ist es irgendeine Szene so: Übrigens, hallo, hier, ich halte mein Schild in die Kamera. Das ist wie Herr der Ringe. Das will man doch sehen. Ja, nein, ich wollte das nicht sehen. Und es war wirklich jedes Mal so, als würde irgendjemand mit einem Schild durch das Kino laufen und sagen: Übrigens, ihr guckt gerade den Hobbit, ein Prequel zum Herr der Ringe. Herr der Ringe. Prequel zu Herr der Ringe. Sogar die Charaktere, die reingebracht werden, werden nur reingebracht, um irgendwie eine Beziehung herzustellen. Frodo war voll essentiell. Ja, und Legolas und Aragorn, also, und... Wichtig. Total wichtig, ja. Okay. Ja. Macht es damals besser. Ja. Verdammt. Und damit geht der letzte, der Matchpoint, geht an den Hobbit.
Und auch wenn das wirklich verwirrend ist, hat der Hobbit damit verloren. Und die Hobbit-Trilogie sind die schlechteren Prequels. Ja, okay, ich geb's dir zu. Sie sind die schlechteren Prequels. Obwohl wir die beiden Prequel-Trilogien vielleicht nicht mögen und vielleicht ein paar entgegengesetzte Meinungen zu jenen haben. Ach ja, man kann sie sich schon anschauen. Ja. Und es ist ja auch gerade, wenn man die Teile danach mag, ist es einfach, hey, dann schaut man sich die vorher an und man ist nicht so geflasht wie bei den anderen, aber man hat trotzdem ein bisschen dieses nostalgische Gefühl einfach. Und genau, das ist ja schon eine Menge wert. Dann schauen wir heute Abend halt die Star Wars Prequels. Woo! Oh mein Gott, warum müssen wir uns das anschauen? Das war keine kluge Idee. Nein. Seid ihr anderer Ansicht? Was ist für euch das schlechtere Prequel? Nervt euch überhaupt diese ganze Diskussion? Star Wars gegen Hobbit ist doch alles kacke. Vielleicht fandet ihr das ja gar nicht kacke. Vielleicht fandet ihr die Prequels alle total super. Ja? Sowohl Star Wars als auch Herr der Ringe. Und eine interessante Frage für mich persönlich. Kennt ihr irgendwelche Prequels, andere Prequels noch, die richtig, richtig gut sind? Vielleicht können wir das ja mal diskutieren. Genau. Das ist unser neues Versus-Format. Diskussionen, bei denen wir gegeneinander kämpfen und nach Punkten auswählen, was das schlechtere oder bessere was auch immer ist. Genau. Genau. Kommentiert, subscribe, das würde uns sehr, sehr freuen, ja. Es bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als falls ihr den Prequel-Abend macht, dann tut ihr mir leid. Ja. Macht's gut. Müsste es sein? Warum bin ich eigentlich hier?